Hey Leute und willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Heute gehen wir zu Professor Sharp. So. Einer meiner Lieblingsprofessoren. Wahrsagen. Gehen wir dahin. Liegt genau auf dem Weg. Passt, wackelt und hat Luft. Fehlt doch noch was. Eine Prise Fledermausmilzpulver vielleicht. Dir fehlt immer was, meine Liebe. Mir fehlt niemand, weil ich habe meinen Lehrer gleich gefunden. Ach so. Hallo, Professor. Haben Sie die Aufgaben erledigt? Natürlich. Die Aufgaben sind erfüllt, Professor. So, so. Ich gehe davon aus, Sie waren gründlich. Schließlich führen Abkürzungen nur ins Verderben. Alles ist perfekt gelaufen, Professor. Ja, eigentlich perfekt gelaufen. Ja, Sir, natürlich. Gut. Normalerweise kümmert mich das nicht, aber bei Ihnen möchte ich sicher gehen, dass Sie gut vorbereitet sind. Danke. Talent und Entschlossenheit können viel bewirken. Es wäre eine Schande, das zu verschwenden. Danke, Professor. Lassen Sie sich das nicht zu Kopf steigen. Doch. Gut. Schauen wir, wie Sie mit Defindo umgehen. Zauberstab bereit machen. Konzentration. Defindo kann gefährlich sein, wenn Sie nicht aufpassen. Ja, ich möchte mir selber nichts absäbeln. Sehr gut. Es scheint, als hätten Sie Defindo im Griff. Ich möchte Sie noch mal anhalten, hier im Klassenzimmer zu üben, um Ihrer selbst und aller anderen. Ja. Defindo! Wie schön, wenn eine Schülerin Anweisungen tatsächlich befolgt. Ja? Wie schon erwähnt, kann Defindo vielseitig, aber auch gefährlich sein. Schön, dass Sie weiterüben. Also ich mag den Zauberspruch, der ist toll. Ja, den sollte ich öfter einsetzen, tatsächlich. Wir nehmen wieder den hier und den hier. So ist glaube ich, meine Standard. Das finde ich toll. Das ist vom Raum der Wünsche, Beschwörungszauber, Änderungszauber und Evanesco, das Verschwinden. Das sind die Unverzeihlichen, ne? Ja, Imperio, Crucio und der Todesfluch Avada Kedavra. Tötet Gegner sofort. Führt dazu, dass sich die meisten Gegner vor Schmerz krümmen, während sie mit der Zeit Schaden erleiden. Wirkt außerdem einen Fluch auf das Opfer. Verfluchte Gegner erleiden zusätzlich Schaden. Zwingt Gegner vorübergehend dazu, an deiner Seite zu kämpfen, solange sie unter deiner Kontrolle stehen, leiden sie weniger Schaden durch andere Gegner, um ihre Loyalität zu dir zu verlängern. Wirkt außerdem einen Fluch auf das Opfer. Verfluchte Gegner erleiden zusätzlich Schaden. Ja. Wenn es nach mir geht, Leute, werden wir die nicht einsetzen. Filippendo. Bombarda, Confringo. Arresto Momentum. Glacius. Transformation. Was haben wir hier noch? Wingardium Leviosa. Ja. Den will ich lernen. Okay. Dann das Unvermeidliche kommt. Dann das hier. Oh mein Gott. Ich bereue schon jetzt. Ich will nicht, dass irgendwas passiert. Der macht immer so... Wie nennt sich das? Er will immer so ein bisschen grenzwertige Sachen machen. Wo keiner wirklich weiß, ist es gut oder böse. Soll man es machen oder soll man es nicht? Versteht ihr?
Deswegen bin ich Sebastian. Ich finde ihn voll korrekt. Er hat es nicht verraten. Aber ich bin trotzdem skeptisch ihm gegenüber. Revelio. Ach so, hier muss ich warten. Ja, dann warten wir halt. Sebastian, hallo. Hast du mich nicht gesehen? Sebastian. Hi. Lange nicht gesehen. Stimmt. Schön, dass du meine Eule erhalten hast. Ich muss dir was zeigen. Erstmal danke für das, was du in der Bibliothek getan hast. Natürlich. Scribner wollte mich nachsitzen lassen, aber ich habe meine Mittel und Wege. Du hast den Kopf für mich hingehalten. Und das ist viel wert. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Das habe ich. Aber es fehlte etwas. Darüber sollten wir woanders reden. Verstanden. Wir können gleich weiterreden. In der Krypta. Nicht mal die Professoren wissen von diesem Ort. Hier lang. Genau hier gibt es einen Geheimgang. Sehr gut verborgen. Tolles Gemälde. Woher weiß ich denn, was ich da eingeben muss? Warum kommst du nicht mit? Wie hast du diesen Ort gefunden? Durch meinen Freund, Ominous Gaunt. Er hat ihn Krypta getauft. Wir haben hier immer Koboldstein gespielt. Mit meiner Schwester, Anne. Sie liebte dieses Spiel. Wie gerne würde ich noch mal gegen sie verlieren. Hör zu. Ich habe Ominous geschworen, diesen Ort zu schützen. Also behalte das hier bitte für dich. Er vertraut niemand anderem außer mir. Schon seit wir uns kennen. Das will ich nicht aufs Spiel setzen. Früher sind wir fast täglich hier reingeschlichen. Wir wurden nie erwischt. Auch Gaunt ist ein bekannter Name im Harry Potter-Universum. Ich will euch jetzt aber keine Falschinfos geben. Und deswegen sage ich jetzt nicht, wo ich meine, dass er herkommt. Oder herkommen wird. Weil ja Harry Potter in der Zukunft spielt. Okay. Dann, hi. Ich kenne Ominous aus dem Zaubertrankunterricht. Oder Kräuterkunde? Er findet sich mit seinem Zauberstab im Schloss zurecht. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht wie. Ominous wurde blind geboren. Da hilft kein Zauber. Es ist fast so, als hätte sein Zauberstab ein Bewusstsein. Würde mich nicht wundern. Ollivander sagt immer, der Zauberstab wählt den Zauberer. Hat er so diesen Ort gefunden? Nein. Jemand in seiner Familie wusste davon. Die Gaunts sind voller Geheimnisse. Ich habe noch nie jemand anderen davon sprechen hören. Und auch noch nie jemand anderen hier gesehen. Erzähl das niemandem. Besonders nicht Ominous. Er hat für seine Familie oder ihre Geheimnisse nichts übrig. Aber dieser Ort bedeutet ihm viel. Verstanden. Aber warum hat Ominous für seine Familie nichts übrig? Die Familie seines Vaters stammt direkt von Salazar Slytherin ab. Einem der vier Gründer von Hogwarts. Die meisten von ihnen sind besessen vom Blutstatus. Ominous kann sie nicht ausstehen. Wie er dir gerne bestätigt. Wie dem auch sei. Die Krypta war der perfekte Ort, um sich vor neugierigen Blicken zu verstecken und sogar verbotene Zaubersprüche zu üben. Ach ja? Zum Beispiel? Den Explosionszauber. Die Professoren sagen, der Zauber sei nicht geeignet für Schüler. Klingt nach einem gefährlichen Zauber. Du klingst wie Ominous. Er missbilligt die Verwendung verbotener Zaubersprüche, obwohl er diesen gerne gelernt hat. Ein Zauber wie Confringo ist nur in ungeübten Händen wirklich gefährlich. Solche Zauber sollten lieber richtig gelehrt werden. Ehrlich gesagt interessiere ich mich eher für feurige Formen der Magie. Aber du solltest ihn lernen. Ich kann ihn dir hier gefahrenlos beibringen. Hm. Es kann dauern, bis man ein Gefühl dafür bekommt. Bewege den Zauberstab wie ich. Die Beschwörung lautet Confringo. Also gut.
Okay. Bin aber nicht begeistert davon. Du hast es raus. Bereit, es richtig auszuprobieren? Nicht wirklich. Konzentriere dich aber auf die Ziele, damit die Krypta intakt bleibt. Versuch's mit diesen Armleuchtern. Beide sind nützlich, aber du wirst schnell... Gut gemacht. Wie ist es so? Ein bisschen heiß. Du gewöhnst dich dran. Der Explosionszauber Confringo löst eine starke Explosion aus. Vielleicht lese ich ihn nochmal vor. Ich glaube, ich hab's. Gut gemacht. Ein Blitz mit großer Reichweite, der Schaden verursacht, wenn er trifft. Gegner, die mit Feuerangriffen getroffen werden, erleiden für einige Sekunden weiter Schaden. In dieser Zeit führen Zusammenstöße zu Brandausbrüchen. Vielleicht könnten wir damit Confringo auch die Inferi besser unter Kontrolle bringen. Ich muss schon sagen, das hat Spaß gemacht. Als ich mit Ominous das erste Mal Confringo übte, versenkten wir uns die Augenbrauen. Das hätte ich gern gesehen. Das hat uns lange verfolgt. Bis heute hat dieser Spruch etwas an sich, das süchtig macht. Die Explosion ist sehr heiß. Klar, dass die Augenbrauen leiden. Du wirst dich dran gewöhnen. Anne, Ominous und ich haben hier unten immer stundenlang geübt. Hier war unser Rückzugsort. Ich war schon länger nicht mehr hier. Ohne Anne ist es anders. Das mit deiner Schwester tut mir leid. Wenn ich irgendwas tun kann. Wenn ich wieder nach Feldcroft gehe, könntest du mitkommen und Anne treffen. Sie kann Aufmunterung gebrauchen. Oh, das ist schön. Sag mir einfach wann und wir treffen uns. Sie vermisst Hogwarts. Sie sitzt zu Hause bei unserem Vormund Onkel Solomon fest. Leider musst du ihn auch kennenlernen. Eine neue Schülerin zu treffen ist genau das, was sie braucht. Ja, ich freue mich auch darauf. Prima. Übrigens, was hast du da vorhin in der Halle nicht sagen können? Wo soll ich da bloß anfangen? Du sagtest, bei deinem Fund in der Bibliothek fehlt etwas? Könnte es etwas mit Victor Rookwood zu tun haben? Er hat dich in Hogsmeade doch nicht wirklich mit jemandem verwechselt, oder? Dir entgeht wirklich nichts. Alles, was ich sagen kann, ist, Rookwood und Ranrock suchen etwas, das ich ihrer Meinung nach aus Gringotts gestohlen habe. Gringotts? Wann warst du dort? Professor Fig und ich sind nach dem Drachenangriff dort gelandet. Da war dieser Portschlüssel und... Ein Portschlüssel? Nach Gringotts? Nun, das ist alles etwas verworren. Ich höre... Nee, ich sag ihm nicht alles. In dem Buch aus der verbotenen Abteilung fehlten Seiten. Das war's auch schon. Schade. Dachte nicht, dass du mich mit einer so vagen Antwort abspeist. Da sowohl Rookwood als auch Ranrock hinter dir her sind, solltest du den Explosionszauber noch ein bisschen üben. Bleib hier, solange du willst. Und denk daran, dieser Ort bleibt unter uns. Wenn ich nach Feldcroft gehe, gebe ich Bescheid. Ja, mach das. Nee, ich bin nicht dafür, ihm alles zu erzählen. Ich weiß, ihr habt so auf der einen Seite voll verlässlich, auf der anderen Seite, ich weiß es nicht, irgendwie so, wie soll ich sagen, er tendiert zu verbotenen Sachen. Kann man das so sagen? Hallo Sebastian. Warte. Du da. Ich kann dich hören. Oh, hallo. Ominous, nicht? Ich glaube, wir haben Zaubertränke zusammen und Kräuterkunde. Die Stimme kenne ich. Hab dich in Zaubertränke mit Gareth Weasley reden gehört. Du bist neu in der fünften. Kommst du gerade aus der Krypta? Wie bist du da reingekommen? Er hat gesagt, ich darf's niemand sagen. Richtig? Der Raum heißt die Krypta? Ah, ich war auf Erkundungstour und fand mich plötzlich in einem seltsamen Gang wieder. Lüg nicht! Niemand stößt zufällig auf diesen Raum. Sebastian hat dir von ihm erzählt, oder?
Wenn du irgendjemandem von diesem Ort erzählst, kann dir nicht einmal dein werter Professor Fig helfen. Mein Vater ist mit dem Schulleiter befreundet. Ich habe keine Scheu davor, das auszunutzen, wenn nötig. Ach, jetzt komm. Sind echt unnötig. Du brauchst mir nicht zu drohen. Ich behalte deine Krypta für mich. Und Sebastian ist ein guter Freund. Du solltest ihm nicht gleich das Schlimmste unterstellen. Ich muss mir von dir nichts über meinen ältesten Freund sagen lassen. Schönen Dank auch. Ominous, ich meinte nur... Ich weiß, was du meintest. Sebastian handelt sich schon genug Ärger ein. Er braucht deine Hilfe nicht. Dafür wird sich Sebastian etwas anhören dürfen. Arr. Komm ich da nochmal rein? Revelio. Accio. Nee, ne? Nachrichten. Kommen Sie so schnell wie möglich zu mir. Mein Abstecher beim Ministerium war nicht von Erfolg gekrönt. Ich hoffe, Sie hatten in der Zwischenzeit mehr Glück. Okay. Die Kartenkammer. Professor Fig ist zurück und ich kann es kaum erwarten, ihm die fehlenden Seiten und die Kartenkammer zu zeigen, die ich unter der Schule gefunden habe. Ja, können wir nicht erwarten. Müssen wir aber. Das ist die Hauptaufgabe. Ha. Ich hätte schwören können, irgendwo waren diese Zeichen. Warum sind die jetzt nicht mehr da? Passage der einäugigen Hexe führt nach Hogsmeade. Nee. Keine Ahnung. Also. Ich würde sagen, wir holen uns einmal den Wegpunkt und versuchen einmal kurz ein paar Flohflammen zu aktivieren in Hogwarts. Dann haben wir wenigstens was zu tun. Vielleicht finden wir ja noch ein paar Schlüssel. Ich möchte Ihnen Wingardium Leviosa beibringen, um Objekte für kurze Zeit schweben zu lassen. Sobald Sie ein paar Voraussetzungen erfüllt haben, kommen Sie nach dem Unterricht zu mir. Sofort. Also Wingardium Leviosa ist nächste Part, das erste, was wir machen. Das ist endlich den Zauberspruch, den ich gerne lernen möchte. Weil man halt ein bisschen bewegen kann. Wobei Leviosa ja auch schon schön war. Aber es geht halt auch besser. Hi! Eine Handbuchseite. Revelio. Jetzt müssen wir einmal schauen, dass wir auch nichts verpassen. Da oben haben wir auf jeden Fall was. Ich habe was gehört, aber nichts gesehen. Wo bist du? Hä? Sag mal, willst du mich verarschen? Hört ihr den auch? Ach, scheiß drauf. Es musste warten. Levioso. Ich möchte mich ein bisschen umschauen. Revelio. Da unten ist auch was. Aha. Daraus kann man bestimmt
Da bist du. Du kleiner Schlingel. Da ist er hin. Da war der gelbe Strich noch. Ah, und das ist der Schrank. Mein Gott, du hast mich aber gerade echt verrückt gemacht, ne? Ja. So. Mein Kleiner. Revelio. Don't do this to me. Was haben wir denn hier? Ah, ein Schloss. Ein Schloss, der nicht unseren Namen trägt. Naja, für was haben wir gelernt? Dann jetzt. Confringo. Kann ich zu mir holen? Kann ich. Ich habe gerade überlegt, ob ich hochfliegen soll. Aber nein. Hier haben wir die Flohflammen. Jetzt laufen wir auch einmal hier weiter. Tatsächlich. Da unten war noch irgendwas. Aber da waren wir doch schon, oder? Ja. Das haben wir schon gemacht. So. Dann schauen wir uns kurz die Aufträge noch an. Professor Garlick möchte, dass ich eine Venemosa Tentacula und eine Alraune im Einsatz erprobe. Brauche ich Samen oder Pflanzen? Könnte ich Wasserwegericht und Knollenblätterpilz besuchen? Brauche ich Samen oder Pflanzen? Könnte ich Wasserwegericht oder Knollenblätterpilz besuchen? Mein Handbuch wird mich nicht durch diese Aufgabe führen, aber meine Karte könnte dennoch nützlich sein. Venemosa Tentacula? Schaffe und teste Alraune gegen mehrere Gegner gleichzeitig. Ah. Wo war der? Ne, hier. Da wollen wir hin. Das markieren wir uns gleich. Also Leute, wenn ihr Lust habt zu sehen, ob wir schaffen, Wingardium Leviosa direkt zu besorgen, dann schaltet wieder ein. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder, wenn ihr Lust habt. Bis dann, ihr Süßen. Tschüss.